Hallo Leute, es heißt mal wieder Back to School, also zurück in die Schule. Naja, Fahrschule eigentlich, aber ist auch kein Problem. Letztes Mal haben wir beim Wheelie gestoppt, den haben wir, hab ich ja mehr oder weniger verpatzt. Schade. Hätten wir ein schönes Ergebnis. Sprung und Stopp. Okay. Springe über die Rampe und stoppe um irgendwas. Ein Problem. Der Stoppie. Nice, first try. Sprung und Stoppie. Schwimme die Rappe, lande im Stoppie und gleite. Ach du Scheiße. Was ist mit dem Motorrad bitte schön los? Endposition war jetzt nicht ganz so schön. Aber das Ding war sehr schnell und du hast sie absolviert, ja. Motorradskill geht schon mal hoch. Sprung und Stoppie. Machen wir erstmal mal den 360er. So soll ich eigentlich am Ende stehen. Also genau 360 Grad. Super. Gold, Gold. Silber. Der Wheelie, genau. Da hat am Ende die Position nicht mehr so ganz gestimmt. Nein! Das Problem ist, bei dem Motorrad kann ich nicht so lange. Schon wieder! Das gibt's doch nicht! Ich bin jetzt weggefahren. Nice! Ich finde nur noch Sprung und Stoppie! Dann sind wir mit dem Ding auch schon durch. Bam! So muss es laufen. Das Ding geht hier übelst ab. Das finde ich echt krass. Aber eigentlich müsste sich doch dabei fast die komplette Karosserie verziehen. Was war denn jetzt los? Wieso kriege ich das jetzt nicht mehr so gut hin? Ey. Hier nicht noch. Nein! Das ist doch mies. Wie viel fahre ich bitte schon mit dem Ding? Ach, Menno! Ich gebe jetzt auch am Anfang auch immer noch mal, damit er hier noch besser über die Rampe kommt. Aber leider komme ich da nicht richtig auf. Ey. Ey, wie stark soll ich denn das noch? Also, ich lande im Stoppie und gleite dann ja. Ja, so sollte es, glaube ich, nicht laufen. Ah, ich hätte jetzt gar nichts mehr drücken brauchen. Ah, das war jetzt natürlich blöd von mir. Ah, vielleicht am Anfang gleich doch noch. Das gibt's nicht. Und das will ich jetzt hier schaffen. Das ist machbar. Für mich, meine ich. Ah, ich weiß. Position war nicht so ganz geglückt. Das ist es mies. Am Ende geht er nicht mehr runter. Da weiß ich mich noch nicht. Vielleicht sollte ich mich denn meine Gewichte nochmal verlagern. Yes! Das hat sogar geklappt. Damit haben wir alle auf Gold und jetzt haben wir auch was Schickes freigeschaltet. Da fehlen ein paar.
Was soll denn der Scheiß? Hier sollten eigentlich ein paar mehr Motorräder stehen. Ich fahre da gleich nochmal hin. Das kann ja echt nicht sein. Danke. Das war jetzt wohl die... Eigentlich müssten da... Genau, danke. Jetzt haben wir nämlich schicke Motorräder. Schöne Chopper. Naja. Ein Haltding und so, ne? Und halt ein Rennding. Wir nehmen die Energy 500. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das bitte schön bei denen geklappt hat, weil... Danke. Ich stand ja einfach so da. Ich habe Gas gegeben und das Ding hat sofort... Ist sofort nach oben gegangen. Das war nicht so krass. Da habe ich immer so das Gefühl bei dieser Mission, weil deswegen ist sie für... Das ist für mich so das schwierigste Stück gewesen. Die letzte Mission in diesem Fall war es auch mal wirklich mal wieder die schwerste. Ja, gleiten wir behutsam über den Boden. Ah, ist die Sache, was machen wir? Ich wollte jetzt gerade eigentlich zurückfahren, aber der Sturz hat mir gelehrt, das ist schlechtes Omen und so, ne? Admiral brauchen wir ja nicht mehr. Ich glaube, das wollte mich darauf bringen, dass wir eine Aufgabe noch hier zu erfüllen haben. Und zwar ein Auto finden. Oder Autos finden. Autos. Mit Doppel-S. Autos. Oder Wagen mit Doppel-G. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr gerne lieber hören wollt. Autos oder Wagen. Ich tendiere, glaube ich, zum Wagen. So. Okay, ich glaube, damit soll ich besser aufhören. Das war doch gerade, glaube ich, die Schrottkarre. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch hätte abliefern können. Aber ich glaube, jeden Wagen, auch wenn es mein Lieblingswagen ist, würde ich am Anfang ausliefern. Weil der Vorteil ist, alle Wagen, die ich ausgeliefert habe, kann ich mir auch wieder kaufen. Und wenn ich mir einen Slam-Van brauche oder gerne hätte, dann kann ich mir einfach einen holen. Muss nur den richtigen Tag erwischen und dann kriege ich den. Oder ich speichere halt x-mal und dann habe ich den auch. Also das ist immer nicht das Problem. Yeah. Nice, oder? Komm, das hat mir nicht mal Punkte gebracht. Komm. Boot. Ich würde mir für den Tourismus sogar eine ein neues Häusle holen. Nur damit ich es speichern kann. Oder ich würde ihn aushändigen, sofern es möglich ist. Ey, dieses... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, den konnte ich abliefern. Das tut mir leid, Sonderinspektion hier und so. Nehmen wir den jetzt erstmal kurz. Entweder habe ich den schon ausgehändigt, oder ich hab's. Oder ist einfach nicht. Ich glaube, ich habe den schon ausgehändigt dann. Mensch, ich sollte mir vielleicht dafür sogar eine Liste machen. Und da könnte ich sogar nochmal alle aufschreiben, die ich brauchte. Oder Leute, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Wird zwar ein bisschen irre, aber es ist für einen guten Zweck. Ist auch sehr riskant, muss ich jetzt dazu sagen. Ich sage dazu nur Sperrgebiet. Ich glaube, mehr braucht man da nicht sagen. Das ist halt wirklich riskant. Aber für 10 Minuten... der Wagen hält aber was aus. Tja, das erste Mal haben wir den ja damals bei Katharina. Nee, Catalina, so. Yeah. Nice, oder? Das war doch mal geil. Und es hat mir nicht mal Punkte gegeben. Ich meine, so sieht der Wagen doch schon viel schöner aus. Und hier werden wir übrigens hingehen, wenn wir unsere neuen Sachen holen. Das werde ich dann machen, wenn wir wieder etwas Geld haben. Also noch mehr als 43.000. Ey, sag mal, der will mich doch rollen, oder?
Das gibt's nicht. Ah, da haben wir schon mal 2 Sterne. Das ist schon mal ganz okay. Und mit einer Bullenkarre kommen wir da auch etwas schneller hin. Hoffe ich zumindest. Und da ist auch schon die Motorhaube weg. So. Und wir fahren auch in die richtige Richtung. Ja, das passt also alles. Genau, fahrt alle mal extrem darüber. So. Sehr schön. Ey, wieso ziehen die rüber? Das ist so dämlich. Da finde ich, haben sie die KI nicht wirklich dolle gemacht. Also, das ist. Las Venturas, das sieht sogar sehr nach dem Las Vegas-Schildchen aus. Wollt ihr mich gerade. Wollt ihr gerade echt rauskommen und mich verprügeln? Das gibt's doch nicht. Ich weiß, eigentlich wollten wir ja hier die Fahrschule nochmal machen. Und es tut mir jetzt eigentlich so ein bisschen leid, dass wir es nicht tun. Aber es ist halt für einen guten Zweck. Wir wollen nämlich hier hin. Kommt schon, Leute. Ey, gibt's doch nicht. Komm. Leute. Ich bin in eurem Sperrgebiet drin. Ganz ehrlich, dann nicht. So, wir machen es uns jetzt aber ganz einfach. Wenn hier schon einer steht. Patriot, ich weiß, ich kann ihn abliefern. Und das waren wir jetzt, machen wir auch jetzt. Ein wunderschönes Auto, muss ich einfach mal sagen. Also, es ist genau mein Stil. Es ist einfach, er ist robust, er ist wunderbar fürs Gelände, was wir oftmals auch machen. Wir fahren hier oftmals übers Gelände. Also wäre ich jetzt auf diesem Weg hier gefahren, wäre das alles noch wunderbar gewesen. Und da haben wir auch mal 5 Sterne. Das ist doch... Okay, wir hatten mal 5 Sterne. Mal schauen, wie weit wir denen entkommen können. Also bis jetzt haben wir auch noch keine... Ich weiß, ich hätte jetzt auch einfach sagen können, okay, scheiß doch drauf. Wir machen das jetzt ganz nett. Ah, mit dem will ich nochmal reparieren. Da fahre ich nochmal in Paint Spray rein. Die 100 sind es mir auf jeden Fall wert. Und wir haben jetzt eine schicke Abkürzung außerdem, also... Und mit dem Wagen habe ich es öfters geschafft, mal durch die Welt zu glitschen. Ich hoffe jetzt allerdings auch, dass ich jetzt hier kein Zug von vorne oder von hinten kommt. Weil ich glaube, wir fahren nicht unbedingt... Wir fahren nicht wirklich schneller als der Zug. Wenn jetzt von beiden Seiten gleichzeitig kommt, dann bin ich im Arsch. Aber so richtig. Komme ich da hoch? Würde ich da hochkommen? Nein, komme ich auch noch nicht hoch. Okay, das ist, wir haben ja gesehen, da oben. Ich zeig's euch gerne jetzt gleich nochmal. Aber interessant, dass sie hier keine Absperrung haben. Finde ich sehr interessant. Hier haben sie mal wieder welche. Weil eigentlich sollte diese Brücke auch für den Notfall sein. Für den Fall, dass man aussteigen muss, dass hier keiner ins Wasser knallt oder so. Oder halt, wenn der Zug entgleist, ist er nicht gerade rausgegangen. Da oben liegt eine wunderschöne Waffe. Die ist wirklich wunderschön. So. Weil ich muss jetzt auch gleich... Ah, erstmal nachdem wir uns das Ding gehört haben. Okay. Ja, jetzt kommt der Schnitt. Boah, wir haben es geschafft. Genau an dieser Stelle, wo auf einmal Licht weg. Da kann es passieren, dass man einen schlechten Tag hat. So. Wir wollen noch aber gleich mal was anderes noch gucken. Ich will mich gucken, ob ich... Ne, das machen wir danach. Erstmal die wichtigen Dinge. Und wenn dann wirklich reparabel ist, dann kann ich das auch. So. Wir sind ihnen aber entkommen. Also wir haben 2 Sterne, so sind wir... Na, 1 Stern sind wir so losgeworden. Einen durch einen Icon. Und jetzt noch die restlichen 3 werden wir so los. Knapp, knapp, knapp. Okay. Wäre also vergeudete Lebensmühe gewesen. Oder war jetzt sogar welche. Aber das ist hier nicht das Problem. Wir haben auf jeden Fall den Patrioten mal bekommen. Wir haben gerade das Militär mal wieder beklaut. So. Und ich meine, eigentlich, dafür, dass wir das Militär beklaut haben, hätten wir jetzt eigentlich Probleme mit dem Militär kriegen müssen. Okay, ich hoffe, der Wagen hält das aus.
Ich hoffe, das hat jetzt nicht wirklich Schaden gemacht. Weil eigentlich dafür hatte er vorne das Ding, damit wir durch sowas einfach durchfahren dürfen oder können. Was ich auch gerne mal machen würde, ist mich in so ein Auto reinsetzen, wenn es. Das könnten wir wirklich mal machen. Da können wir uns einfach mal so ein Billigauto holen. Das da ran machen. Den Kran und dann wird da ein bisschen rumgewerkelt. Erfolgreich abgeliefert. Schickes Auto, wirklich schickes Auto. Und wir haben Maximalbetrag bekommen, das ist sehr schön. Und jetzt gucken wir mal, wann könnten wir uns welchen Wagen holen. Also, Pfälzer ist noch auf jeden Fall Sanchez, Infernus, Remington. Ma, das sind so nicht gerade meine Lieblinge. Also man sieht, man kann eigentlich an jedem Tag einen Wagen holen. Ich guck kurz nach. Sieht man. Ah, der Patriot, den könnte ich mir am Dienstag holen. Und wir haben jetzt halt Sonntag, also wird noch ein bisschen dauern. Und ich könnte mal wieder durch die Pampe schwimmen. Aber durch die Pampe will ich eigentlich nicht so gern. Hafen Leckerli ist nicht so gerade mein Fall. Und was machen wir jetzt? Auf jeden Fall hole ich mir jetzt erstmal eine andere schnelle Karre. Kann man zwar nicht so stark auftüren, wissen wir. Das ist nämlich jetzt der Bullet, wo wir auch vorletzte Folge das Rätsel um den Namen gelöst haben, sage ich jetzt mal. Aber mal die Abkürzung. Wer braucht schon Ampeln? Nett eingepackt. So, ich könnte natürlich jetzt auch hier direkt speichern, aber das will ich nicht. Super, freigeschaltete Wagen darf ich mir nicht nehmen. Das finde ich auch so interessant. Warum stehen sie denn da, wenn es denn nicht auf einmal irgendwie meine sind oder so? Das ist auch irgendwo ein bisschen lächerlich. Ich meine, es ist schon irgendwo merkwürdig, dass auf einmal Fahrzeuge da sind, wenn ich die Fahrschule gut geschafft habe. Aber es wird dann einfach richtig lächerlich, wenn diese Fahrzeuge nicht auf einmal einfach so nehmen darf. Ich meine, ich finde es zwar irgendwo geil, dass dieses Spiel auch ein bisschen arcade-mäßig ist. Ich meine, einfach mal eine Karre klauen und mit der so viel Scheiße bauen, wie es geht. Ich meine, ich weiß, was die Leute, ich weiß, was wir machen. Den richtigen Wagen dafür haben wir. Aber nein, ich habe euch ja was anderes versprochen. Das ist übernächste Folge dann. Oder halt, wenn wir es in die nächste Folge noch mit reinkriegen. Wir werden wieder einmal zu unserer Freundin fahren und sie beglücken. So, der Super GT, den Wagen fand ich ja immer nicht so ganz dolle. Und ich werde halt im Laufe der nächsten. Was ist das für ein Wagen? Ich werde jetzt halt in dieser Woche, sofern die jetzt. Ja doch. Werde ich auch wieder mal beginnen mit. Buccaneer, der Wagen sieht interessant aus. Ich glaube, der Tausch war in Ordnung. Weniger Geschwindigkeit, aber mehr Stil, auch wenn er unten ein bisschen dreckig ist. Ja. So, es hat ja jemand mal auch unter einem meiner Parts, hat er mir mal netterweise jemand geschrieben, wann der Release für Konsole ist für das Spiel. Also für GTA 5. Ich muss natürlich den Zusammenhang irgendwie hinkriegen. Darf nicht nur in meinem Kopf existieren. Und so, nett. So, und ich meine auch, sowas passiert nicht einfach mal wirklich im echten Leben. Also, wo mal die ganze Zeit so rumdrehen und direkt weiterfahren. So einfach ist es nicht drin.
So, und auf jeden Fall, um jetzt nochmal auf den Release zu kommen, ich werde es mir definitiv vorbestellen. Das muss aber auch wirklich in der nächsten Zeit passieren, wenn nicht das. Und dafür brauche ich auch wieder Geld. Das ist nämlich die Sache, warum einer der Gründe, warum ich es im Moment nicht getan habe. Ich bin knapp bei Kasse. Und hey, ey, kommt Leute, das hätte jetzt wenigstens ein bisschen Geld verdient. Genau, das ist auch so eine Arcade-Sache. Einfach mal für so ein bisschen rumfliegen, einfach mal ein bisschen Geld bekommen. Erinnert ihr euch noch an diese Straße, wo wir den Patrioten geklaut haben? Das waren noch Zeiten, Leute, das waren noch Zeiten, ne? Als wenn diese Folge war, soll's. Ach komm, gönnen wir uns das mal. Gönnen wir uns noch einen. Ey, mit dem kann ich hier wunderbar driften. Allerdings ist er hier auf dem Sand, glaube ich, auch nicht mehr ganz so schnell. Nee, den Heli werde ich nicht nehmen. Ist zwar auch eine geile Sache. Das ist nicht euer Ernst. Der ist jetzt aber für mich. Also muss ich, spare ich mir Geld und man weiß halt, man muss halt wissen, wo man seine Fahrzeuge herbekommt. Man muss allerdings auch mit Risiken und sowas leben können. Und das kann halt, glaube ich, nicht jeder. Also ich kann es in diesem Spiel auf jeden Fall. Man hat es an einigen Sachen gesehen oder nicht gesehen, dass ich es dann vielleicht an einigen Stellen dann doch nicht so kann. Ah, wir haben nur noch vier, das ist sehr schön. Und hier steht auch unser geiler Phönix. Und der wird hier auch rauskommen, sobald wir eine guten Parkplatz auch in Las Venturas haben, weil da ist, kommt der Wagen richtig gut an, finde ich zumindest. Da passt er auf jeden Fall hin. So. Aber das war's auch für heute. Ich höre jetzt auch wieder auf mit Aufnehmen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und das nächste Mal sehen wir uns hier in der Fahrschule. Ich merke es mir, dass wir die Fahrschule machen. Also, wir sind ja hier beim Tower, wir werden die Fahrschule machen, so ist es eher genauer. Ich werde es mir merken. Und wir werden uns dann halt morgen wiedersehen, wenn ich wieder Lust habe, auch aufgenommen, wenn ich auch wieder aufgenommen habe. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao, ciao.